Haben Sie sich jemals gefragt, was die beliebtesten Selbstverteidigungsgeräte auf Amazon sind? Nun, Sie sind dabei, die Liste der 12 beliebtesten Selbstverteidigung-Gadgets auf Amazon zu sehen, so lassen Sie uns sie heraus überprüfen. Beginnen wir mit einem Gerät, das Sie auf eine etwas andere Art und Weise schützt als herkömmliche Selbstverteidigungsgeräte. Dieser Türriegel wiegt etwas mehr als 1,5 Kilogramm und besteht aus einer hochbelastbaren Aluminiumlegierung und einem langlebigen thermoplastischen Elastomer. Wie der Name schon sagt, blockiert dieser Türstopper Ihre Tür, so dass niemand sie öffnen kann, selbst bei gewaltsamem Eindringen. Er ist speziell für nach innen öffnende Scharniertüren konzipiert. Er funktioniert an allen nach innen öffnenden Scharniertüren, sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich. Die Installation ist einfach und die Anleitung liegt dem Gerät bei. Sie sollten keine Probleme haben, das Gerät bei Türken auf Höhen von mindestens 34 Zoll bis maximal 48 Zoll zu installieren. Der Preis dieses Geräts beträgt zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos etwa 120 Dollar. Das folgende GAD-Gerät soll Ihnen helfen, wenn Sie eine Pistole oder eine andere Selbstverteidigungswaffe zu Hause haben. Die Aufbewahrung einiger Waffen zu Hause, selbst zur Selbstverteidigung, kann gefährlich sein und dieser biometrische Waffensafe kann Ihnen eine Sorge weniger ersparen. Es gibt zwei Versionen, eine mit biometrischem Fingerabdruck und eine mit digitaler Tastatur. Der Heavy-Duty-Pistolen-Tresor wiegt 12,5 Pfund und ist damit der schwerste unter den Tresoren dieser Artikel. Der biometrische Sensor kann 20 einzigartige Fingerabdrücke speichern. Er erfasst hochauflösende Fingerabdruckbilder mit einer hervorragenden Abgleichgeschwindigkeit von weniger als 0,2 Sekunden für eine besonders schnelle Eingabe. Sie können auch manuelle Tasten und einen 4- bis 8-stelligen PIN-Code verwenden. Der Preis für die biometrische Version liegt bei ca. 180 Dollar und für die digitale Tastaturversion bei ca. 160 Dollar. Dieses Pfefferspray ist eines der meistverkauften Pfeffersprays auf Amazon. Es hat mehr als 105.000 Bewertungen, es ist also leicht zu erkennen, warum es eine beliebte Wahl für die persönliche Sicherheit ist. Das Spray hat eine maximale Stärkeformel mit einer Reichweite von bis zu 10 Fuß. Außerdem verfügt es über 25 Sprühstöße und einen leicht zugreifenden Fingergriff, um das Zielen zu erleichtern und gleichzeitig die Bedrohung im Auge zu behalten und den Windrückstoß zu verringern. Das Spray ist kompakt und passt leicht in eine Tasche oder Handtasche, damit Sie in Notsituationen schnell darauf zugreifen können. Und es ist sehr erschwinglich, denn es kostet nur etwa 10 bis 15 Dollar. Die Nachbildung der Glock 19 CO2 Luftdruckpistole im Kaliber 177 ist eine kompakte und praktische Schusswaffe, die eine unverwechselbare Ähnlichkeit mit der Originalpistole aufweist und über viel Leistung verfügt. Trotz ihrer relativ geringen Größe von 7,25 Zoll kann sie Stahlkugeln des Kalibers 177 mit einer Mündungsgeschwindigkeit von bis zu 410 FPS abfeuern und wiegt satte 25,6 Unzen oder 0,7 Kilogramm. Sie verfügt über eine integrierte Druckknopfsicherung im Abzug und ihr haltbares Magazin ist tropffrei und kann mit bis zu 15 Stahl-BBS geladen werden. Natürlich sollten Sie sich über die Vorschriften an Ihrem Wohnort informieren, um zu sehen, ob es legal ist, sie zu kaufen. Der Preis ist sehr erschwinglich, er liegt bei etwa 65 Dollar. Der nächste ist ein Mini-Elektroschocker, der leicht zu tragen und zu verbergen ist. Er hat eine wiederaufladbare Batterie und eine LED-Taschenlampe. Mit über 58.000 Bewertungen auf Amazon ist er mit Sicherheit einer der beliebtesten Mini-Elektroschocker und einer der Gründe dafür ist der Preis. Er kostet nur 10 Dollar, was ein toller Preis ist. Er gibt einen kräftigen Schock ab und ist ein großartiges Werkzeug zur Selbstverteidigung, das man immer zur Hand haben sollte. Machen Sie sich einfach damit vertraut, wie man ihn sicher und effektiv einsetzt. Dieses tragbare Türschloss ist eine großartige Lösung für Menschen, die viel unterwegs sind. Natürlich können Sie es auch zu Hause verwenden, aber meiner persönlichen Meinung nach ist es am besten, wenn Sie in einem Hotel, Motel oder an einem anderen Ort übernachten, der nicht Ihr Zuhause ist. Es handelt sich um ein verbessertes tragbares Türschloss mit zwei unterschiedlich großen Verriegelungslöchern, das für mehrere Arten von Türen geeignet ist. Die Verwendung dieses Geräts ist sehr einfach und Sie können es in wenigen Augenblicken einsetzen. Es verfügt sogar über einen Türstopp-Alarm, der Sie warnt, wenn jemand versucht, die Tür zu öffnen. Es kostet etwa 13 Dollar. Das folgende Produkt ist kein Produkt, das einen potenziellen Angreifer verletzen kann, zumindest nicht direkt.
Es funktioniert nach dem Prinzip, dass sie, wenn sie angegriffen werden, einen 130 Dezibel lauten Ton auslösen, der nicht nur den Angreifer verwirrt, sondern auch die Aufmerksamkeit auf sie lenkt, damit jeder in der Nähe sieht, dass sie Hilfe brauchen. Nachdem ich mich eingehend über das Produkt informiert habe, muss ich sagen, dass ich von der Idee und der Ausführung beeindruckt bin. Einfach ausgedrückt, die Funktionsweise wird jeder Frau, jedem Kind und jedem älteren Menschen ein Gefühl der Sicherheit geben. Birdie ist einfach zu benutzen. Zum Aktivieren wird der obere Stift entfernt, zum Deaktivieren wird er wieder eingesetzt. Der Alarm kann mehrfach verwendet werden und die Batterien sind austauschbar und halten 40 Minuten ununterbrochen. Dieses Pfefferspray ist ideal zum Campen oder Wandern und kann auch zum Schutz vor wilden Tieren verwendet werden. Es verfügt über eine leistungsstarke 20%ige OC-Pfefferformel, die einen extremen Verteidigungsstoß liefern kann. Mit einer Reichweite von 5 bis 6 Metern sprüht es einen kräftigen Strahl, um Angreifer abzuschrecken. Dieses Sprügel hat einen Ringgriff mit einem Sicherheitsclip, der bequem zu tragen ist und versehentliches Drücken verhindert, aber für einen einfachen Zugriff schnell gelöst werden kann. Zum Gebrauch ziehen Sie den orangefarbenen Sicherheitskeil am oberen Ende des Griffs herunter und drücken den Startknopf. Der Preis dieses Geräts liegt zum Zeitpunkt der Videoaufzeichnung bei etwa 25 Dollar. Das Compano Schlüsselanhänger Karabinerklappmesser ist ein kompaktes und praktisches Gürtelschlaufenmesser, das man leicht in der Tasche tragen kann. Entworfen von Mike Bond aus Pearl City, Hawaii, ist dieses Messer der perfekte Begleiter für den Alltag. Die Klinge aus rostfreiem Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt ist knapp 1,5 Zoll lang und lässt sich leicht schärfen und pflegen. Wenn sie nicht gebraucht wird, lässt sie sich leicht zusammenklappen und im schwarzen Stonewash-Griff verstauen. Das Messer verfügt über bronzefarbene Titanium-Nitrid-Akzente, die sein Gesamtbild aufwerten, und einen integrierten Karabiner, der es zu einer starken und nützlichen Ergänzung für Ihren Schlüsselbund macht. Allerdings kostet es etwa 35 Dollar. Die Pfefferspray-Pistole 2.0 der Marke Maße kombiniert ein fortschrittliches Abgabesystem mit einer maximal starken Formel, um sie vor Bedrohungen aus großer Entfernung zu schützen. Sein Powerstream-Muster enthält bis zu 7 Ausbrüche und bietet einen Fernschutz von bis zu 6 bis 7 Metern. Die Pfefferspray-Pistole ist einfach zu laden und verfügt über einen Pistolengriff, der die Treffsicherheit für Ihre persönliche Verteidigung maximiert, während der Schiebeschalter Unfälle oder Fehlzündungen verhindert. Sie wird mit 2 Patronen geliefert, einer Wasserpatrone und einer OC-Pfefferpatrone. Der Preis liegt bei 38 Dollar. Dieses Multitool enthält ein klappbares Taschenmesser mit scharfer Klinge, einen Flaschenöffner, einen Glasbrecher für Notsituationen, einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Schlitzschraubendreher und einen EDC-Karabiner-Clip. Nette Survival-Camping-Ausrüstung, die für verschiedene Outdoor-Aufgaben geeignet ist. Diese EDC-Überlebensausrüstung ist so konzipiert, dass sie einfach und bequem an Rucksäcken, Schlüsselanhängern, Gürtelschlaufen und vielem mehr befestigt werden kann. Sie kann als hochbelastbare Karabinerschnalle verwendet werden, ist aber nicht dafür gedacht, das menschliche Gewicht beim Klettern zu tragen. Das Beste an dieser Ausrüstung ist ihr erschwinglicher Preis, der bei etwa 10 Dollar liegt. Die Burner SD ist eine Selbstverteidigungswaffe, die einer Pistole ähnelt, aber nicht tödlich sein soll. Sie kann bei Einbrüchen, Angriffen und Raubversuchen eingesetzt werden. Um sie in den USA zu kaufen, müssen sie mindestens 18 Jahre alt sein und es sind keine Hintergrundprüfungen oder Genehmigungen erforderlich. Die Waffe funktioniert mit CO2-Patronen und wird mit 2 Magazinen geliefert, von denen jedes bis zu 5 Projektile aufnehmen kann. Für diesen kinetischen Werfer sind 3 Arten von Projektilen erhältlich. Das Eco Kinetic Projectile, das Pepper Projectile und das Kinetic Projectile. Diese Geschosse sind groß und können dem Angreifer erhebliche Schmerzen zufügen. Der Burner SD Pfefferspray-Werfer hat eine effektive Reichweite von bis zu 18 Metern mit einer durchschnittlichen Projektilgeschwindigkeit von 91 Metern pro Sekunde. Wenn Sie auf der Suche nach einer Selbstverteidigungswaffe sind, aber keine echte Waffe besitzen möchten, ist der Burner SD eine gute Wahl. Sie kostet in der Anschaffung rund 400 Dollar. Danke fürs Zuschauen, vergiss nicht zu abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video. Pass auf!